Bielefeld, Bremen, Köln. Das Abstiegsfinale am 34. Spieltag. Wir sprechen mit unseren Kicker-Reportern und fragen sie nach ihrer Einschätzung, wer runtergeht. Und es gibt ein Gewinnspiel. Ihr könnt ein Trikot eurer Wahl aus dem Kicker-Shop gewinnen. Und wie, das erfahrt ihr jetzt. Bei Was geht Bundesliga zum Saisonfinale. Moin Leute, ich hoffe euch geht's gut und euer Puls ist noch gleichmäßig. Und das geht natürlich an die unter euch, die eine Vorliebe für Bremen, Bielefeld oder Köln haben. Das Abstiegsfinale, ich sag's euch wie es ist, ich hab richtig Bock. Fußball ist das Schönste, was ist, ne? Alles kann passieren und bevor wir darüber sprechen, gibt's jetzt hier erstmal einen kleinen Heißmacher. Funkel, Schaf, Kramer. Drei Trainer, große Erfahrung. Doch wer hält sein Team in der Liga? Bielefeld in der Pole Position hat den Klassenerhalt selbst in der Hand. Aber der Kopf spielt eine Rolle, das ist unbestritten, das ist ja ganz klar. Ein Sieg in Stuttgart und die Arminia ist gerettet. In Bremen wähnten sie sich Anfang März mit 11 Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz in Sicherheit. Jetzt soll Werder-Legende Thomas Schaaf den Gang in Liga 2 verhindern. Sie wissen, dass ich mir weniger Gedanken um meine Person mache. Dass es viel entscheidender ist, das Gefühl zu haben, vielleicht etwas leisten zu können noch und noch helfen zu können. Köln mit dem Rücken zur Wand. Ein Sieg gegen Schalke, Pflicht. Die Hoffnung, Patzer der Konkurrenz. Die Anspannung, die wird natürlich, ich hätte fast gesagt, mit jeder Stunde größer werden. Das ist ja ganz klar. Bielefeld, Bremen, Köln. Das Abstiegsfinale am 34. Spieltag. Und über dieses Finale sprechen wir jetzt natürlich. Und bevor ich gleich eine absolute Kicker-Legende zu Gast habe, kommen wir zu einem Mann, der sich vielleicht eines Tages auch mal so nennen darf. Tim Lüdecke, moin. Ja, grüß dich, Marc. Da bist du ja schon wieder. Da bin ich schon wieder. Tim, Werder Bremen hat die vermeintlich schwerste Aufgabe der drei Abstiegskandidaten zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Jetzt hast du letzte Woche noch so schön von deiner ersten Erinnerung mit Florian Kohfeldt gesprochen, zu deinem Beginn deiner Zeit hier als Werder-Reporter beim Kicker. Und jetzt ist er gar nicht mehr da. Thomas Schaaf soll Werder retten, wie schon bei seinem ersten Amtsantritt 1999. Ein Trainerwechsel, ein Spieltag vor Schluss. Ungewöhnlich, für dich trotzdem richtig? Ja, also erstmal zu Thomas Schaaf kann ich natürlich weniger mit einer Reporter-Erinnerung dienen. 99 müsste ich, glaube ich, in der F-Jugend gespielt haben. Aber ja, ob die Entscheidung jetzt richtig war, ich glaube, wenn man sie vollziehen wollte, dann hätte man es schon früher machen müssen, dann kam es zu spät, weil die Ansätze, die es unter Florian Kohfeldt gegeben hatte, die waren ja auch schon vorher ersichtlich, dass das, ja, dass das nicht mehr gut gehen konnte. Da hat sich Sportchef Frank Baumann, glaube ich, auch etwas zu lange blenden lassen. Also zum einen von dem destruktiven Fußball, aber auch so ein bisschen von dem Glauben, dass es mit Florian Kohfeldt schon irgendwie wieder klappen könnte, weil es halt in der letzten Saison auch geklappt hat. Das war ein Trugschluss und jetzt muss es halt der Kollege Thomas Schaaf richten, irgendwie. Ja, du hast das letzte Jahr schon gerade angesprochen. Hilft es Werder vielleicht mental, dass sie eben in der vergangenen Saison auch diese Do-or-Die-Situation am letzten Spieltag hatten, damals ja sogar auf Platz 17, dann ja der 6-1-Sieg gegen Köln, der sie in die Relegation gebracht hat. Glaubst du, Thomas Schaaf versucht da vielleicht so ein bisschen diesen Geist von vor einem Jahr herauf zu beschwören? Nee, glaube ich nicht. Also, dass man sich da jetzt noch großartig mit der Vergangenheit beschäftigen wird. Er hat jetzt erstmal in den wenigen Trainingstagen, die ihm ja nur verblieben sind, versucht, so ein bisschen das kleine Fußball einmal eins mit Leben zu füllen wieder. Sprich, sich so ein bisschen von dem Negativen zu lösen, den Blick auf das Positive zu richten, die einfachen Dinge zu machen und ja, dadurch das Selbstvertrauen zu sichern und vor allem auch die Selbstsicherheit. Und ja, ob da jetzt ein Verweis auf das Vorjahr wirklich hilfreich sein könnte, das würde ich jetzt mal dann erst zu Rate ziehen, wenn es dann wirklich soweit sein sollte, dass sie nochmal in die Relegation gehen. Ne? Ja, und Selbstsicherheit, wenn wir uns jetzt mal hier die Statistiken angucken, ich weiß ja, du bist ein Freund davon, geben die Werder das nicht unbedingt auch. Der Top-Fact zu diesem Spiel aus der Kicker-Datenredaktion: Werder ist seit 10 Spielen gegen Gladbach sieglos. Und da ich ja weiß, wie du solche Statistiken liebst, gebe ich dir direkt noch eine, die dir vielleicht auch einen Tick besser gefällt. In den letzten 10 Partien in dieser Saison
hat Werder gerade mal 6 Tore erzielt und jetzt müssen sie ja treffen, um eben mit einem Sieg zumindest die Relegation safe zu haben. Und da fragt man sich als Außenstehender, wie löst Werder gegen Gladbach dieses Problem? Ja, das ist eine wirklich gute Frage, weil ich kann dieser Statistik natürlich nicht widersprechen. Also was Werder in den vergangenen Wochen offensiv abgeliefert hat, das war ja teilweise eine Bankrotterklärung. Und die haben jetzt seit dem 10. März kein Spiel mehr gehabt, wo sie mehr als ein Tor erzielt haben. Das war, glaube ich, ein 2-0-Sieg gegen Bielefeld. Wie löst man dieses Problem? Ich weiß es nicht. Ich kann da wirklich nur auf Thomas Schaaf verweisen, der ja in der Vergangenheit immer auch so ein bisschen als Offensivfußballfanatiker galt. Und wie zu hören ist jetzt aus den Tagen oder aus dem Trainingslager in Barsinghausen, hat er auf jeden Fall eine ganze Menge Abschlussaktionen trainieren lassen. Ja, das kann man sich vorstellen, wenn man sich so anguckt, wie die Bremer noch vor ein paar Jahren unter ihm gespielt haben. Da schwelgen einige jetzt in schönen Erinnerungen. Die Zeiten sind leider für die Bremer vorbei. Und ihr dürft jetzt gern auch nochmal sagen, was ihr vom Bremer Trainerwechsel haltet. Kommt Thomas Schaaf gerade noch rechtzeitig und verhindert Werders Abstieg? Schreibt es unten in die Kommentare. Und Tim, da du ja nicht nur ein fachkundiger Mann bist, was Werder angeht, spreche ich mit dir jetzt auch noch kurz über Arminia Bielefeld. Die Arminia ist zu Gast in Stuttgart. Der VfB kann möglicherweise noch in die Conference League einziehen, wenn er das denn will. Gibt ja auch einige Kandidaten in der Bundesliga, die da nicht so Bock drauf haben. Ja, wie ist da dein Gefühl bei dieser Partie? Schön anmoderiert, also ganz richtig. Also ich bin mir nicht so sicher, ob diese Conference League so der Köder ist, mit der man eine Mannschaft nochmal so richtig heiß macht. Ich glaube, dass da der Anreiz des Klassenerhalts deutlich höher sein wird. Und ja, ich könnte mir da vorstellen, dass es ein klassischer Fall sein könnte für das Bielefelder Standardergebnis in dieser Saison. 1-0 ist das. Das haben sie, glaube ich, 5-mal bis dato über die Bühne gebracht. Und ja, davon ja, könnte man ausgehen, dass es am Samstag nochmal so kommt. Ein Torunterschied ist auch eine sehr gute Überleitung, denn der Top-Fact liegt ein bisschen in der Vergangenheit. Blicken wir zurück. Bielefeld konnte erst einmal in 17 Duellen in Stuttgart gewinnen. Und das ist ein paar Jährchen her. 1982 war es ein 3-2, deshalb das eine Torunterschied bei den Schwaben damals. Jetzt gibt es theoretisch 2 Möglichkeiten. Ne? Entweder die Beine werden so kurz vor dem Ziel schwer oder die wachsen nochmal komplett über sich hinaus, weil sie wissen, ein Sieg und dann haben wir es geschafft. Zu welcher Sorte, glaubst du, gehört die Arminia? Also wie gesagt, also ich glaube, bei der Aussicht auf den direkten Klassenerhalt, da werden sie es schon irgendwie hinkriegen, jetzt nochmal richtig zu marschieren. Und sei es irgendwie nur durch einen doppelten Espresso vom Anpfiff. Ja, ich wusste natürlich, lieber Marc, dass du mich jetzt hier wieder mit so einer Statistik zuwerfen wirst. Deswegen habe ich gestern in weiser Voraussicht nochmal beim Kicker-Kollegen Michael Richter durchgerufen. Und der hat mich zumindest wissen lassen, dass Stuttgart gar nicht so ein schlechtes Pflaster ist für die Arminia. Also in der letzten Saison gab es da ein 1-1 gegen Ende der Saison, wo ungefähr der Aufstieg dann zum Greifen nahe war. Und er hat erzählt von einer Saison 2007, 2008, als Arminia dann auch auf Platz 15 stand oder auf Platz 15 in den letzten Spieltag gegangen ist und durch einen 2-2 gegen den VfB dann auch die Klasse halten konnte. Von daher, man kann diese Statistiken auch gegen dich verwenden. Oh, 2007, 2008, da klingelt bei mir direkt die wunderschönen Namen Arthur Wichenjarek und Isaac Bouakchi im Ohr. Das waren auch noch Zeiten. Fahrt mir weiter. Wahnsinn. Ja, da müssen wir, leider haben wir jetzt ein bisschen andere Zeiten, aber ich glaube, wenn man damit groß geworden ist, dann schwelgt man da in schönen Erinnerungen. Naja, kommen wir jetzt zum Abschluss mal noch zu der alles entscheidenden Frage natürlich. Wer landet wo? Deine Tipps der 3 Abstiegsfinals. Ja, also wenn man meine Tipps jetzt, sollte man glaube ich besser nicht von der vergangenen Woche herauskramen, aber ich glaube einfach mal an 3 Siege der 3 Abstiegskandidaten und dass in der Tabelle alles so bleiben wird. Also Stuttgart-Bielefeld 0-1, wie gesagt. Werder-Gladbach ebenfalls 1-0 und Köln-Schalke 2-1. Heißt, der FC geht runter. So, da bin ich jetzt mal gespannt, was dann dein Reporterkollege sagt, der hier gleich zu Gast ist. Wenn ich den mit dieser Prognose konfrontiere, mal sehen, ob du eine böse Nachricht kriegst. Tim, ich danke dir ganz herzhaft und wünsche dir ein schönes Saisonfinale. Ciao. Gerne doch. Ciao, ciao. So, eine Verschnaufspause gibt es dir natürlich nicht, denn um mal die Frage dieser Sendung zu beantworten, in der Bundesliga geht so einiges. Und er
kann uns zum ersten FC Köln alles erzählen. Dieser Mann ist, ohne zu übertreiben, eine waschechte Kickerlegende. Seit 2020 ist er ganze 4 Jahrzehnte bei uns. Erstaunt mich, dass mir noch niemand gratuliert hat. Frank Lucen. Moin, Frankie. Moin, Marc. Moin. Frankie, der FC hat vor dem letzten Spieltag vermeintlich den größten Druck, denn er steht auf Platz 17. Ist dieser Druck in und um den Verein für dich spürbar? Ja und nein, also kein besonderer, weil schon seit Monaten Druck auf dem Kessel ist. Die Mannschaft hat immer wieder lange Serien von Niederlagen hingelegt. Da baut sich automatisch Druck auf. Also Druck ist da, aber Druck ist für Köln nichts Ungewöhnliches. Nichts Ungewöhnliches und die anderen Vereine haben diesen Druck natürlich auch. Kommen wir mal zum Top-Fact zu dieser Partie und der hat mich ein kleines bisschen überrascht, muss ich sagen. Die Kölner Heimbilanz gegen Schalke, 27 Siege, 7 Remis, 9 Niederlagen in der Bundesliga. Ziemlich positiv, wenn man jetzt mal so historisch betrachtet, dass der FC Schalke 04 ja auch mal ein großer Name war, muss man ja schon sagen. Aber die Schalker haben am letzten Wochenende zur Unzeit für die Kölner ein 4-3-Sieg gegen Frankfurt geholt. Glaubst du, für den FC könnten selbstbewusste Schalker zum Problem werden? Ja, dann, wenn man sie selbstbewusst spielen lässt. Klar, Schalke hat überhaupt nichts zu verlieren. Das hat man dann auch gegen die Eintracht gesehen. Die Eintracht hat sie gelassen. Friedhelm Funkel hat mir gestern gesagt, er hofft darauf, dass es einen Schiedsrichter gibt, der über große Erfahrung verfügt. Im Subtext bedeutet das für mich, die Kölner sind schon in dem Bewusstsein, werden die antreten, dass es voll zur Sache geht. Fakt ist, der FC wird von der ersten Sekunde an richtig Gas geben müssen. Und mal sehen, was dann dabei herauskommt. Aber den Schalkern jetzt so eine Abschiedsfeier zu ermöglichen, das wäre fatal. Ja, das ist mit Sicherheit richtig. Und vor so einem wichtigen Spiel greift ja der ein oder andere Trainer nochmal zu ganz besonderen Maßnahmen. Hat der alte Fuchs Friedhelm Funkel da irgendwas in petto, um seine Jungs mental auf diese letzte Aufgabe vorzubereiten? Naja, wird viel mit den Spielern reden. Und die Jungs selber, die haben wohl die Ablenkung, die man in einem Quarantänecamp haben kann, haben sie. Die zocken PlayStation, schauen sich Serien an, Kicker-Tisch steht da, ein Billardtisch ist da. Also von daher, diese Ablenkung ist gegeben. Der Trainer selber kennt diese Mannschaft ja noch gar nicht so lange, seit 5 Wochen erst. Er muss Ansätze finden, mit wem er über was, wie redet. Und ich bin sicher, er wird diese Ansätze finden. Es gibt wenig Trainer mit einer dermaßen großen Erfahrung und dann zählt es eben ab 3:30 und dann muss man sehen, ob seine Worte Eingang in die Köpfe der Spieler gefunden haben. Die Erfahrung von Friedhelm Funkel ist vielleicht auch ein Ding, an das sich die Kölner dann klammern können. So, und jetzt darfst du, Frankie, hier noch deinen Tipp abgeben zu den 3 Abstiegsspielen. Dein Kollege Tim Lüdecke durfte hier auch schon ran. Was glaubst du, wie enden diese 3 Abstiegsfinals? Also, ich sehe mal Stuttgart, Bielefeld, 1:1, Bremen, Mönchengladbach 3:1, Köln-Schalke 3:1. Also Relegation für den 1. FC Köln. Relegation für den 1. FC Köln. Ja, ich könnte mir fast denken, würden vielleicht sogar die meisten unterschreiben, oder? So wie der Stand jetzt gerade ist. Ja, ich denke mal, das wäre die zweite Chance, die man hätte und von Platz 17 kommend wäre ein Ende auf Platz 16 tatsächlich so eine Art Gewinn. Ja. So, dann sage ich jetzt der Vollständigkeit halber dann auch mal, was ich noch glaube. Meine Tipps wären Stuttgart-Bielefeld 1:1, Werder-Gladbach auch 1:1 und Köln-Schalke 2:1. Ich glaube, der Fußballgott ist dieses Jahr nicht mehr mit Werder und sie gehen direkt runter. Schauen wir, wie es am Ende wird. Die Kölner wird es nicht ärgern, ja. Die Kölner wird es nicht ärgern, eben. Also, da sind ja unsere beiden Tipps vielleicht schon mal ein kleiner Mutmacher für die Kölner, auch wenn das natürlich nichts zu sagen hat. Aber schauen wir mal. Frankie, ich hoffe, du gehst dich jetzt noch mal ein bisschen entspannen. Morgen könnte es ja durchaus stressig werden, auch für dich. Okay. Danke dir. Alles ciao. Danke, ciao, salut, tschüss. Bevor wir uns das Fanvideo dieser Woche anschauen, gibt es jetzt erstmal das Gewinnspiel. Ich habe es angekündigt, ihr könnt ein Trikot eurer Wahl aus dem Kickershop gewinnen. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist unten zu kommentieren,
was ihr glaubt, wer auf den Plätzen 15, 16 und 17 landet. Und diejenigen von euch, die dann richtig liegen, kommen in die Verlosung. Alle weiteren Infos und Teilnahmebedingungen gibt's unten in der Videobeschreibung. Und vielleicht wird es bei euch ja dann ein Trikot von Eintracht Frankfurt oder von Borussia Mönchengladbach. Dazu hat sich nämlich der Osman geäußert, zu diesen beiden Vereinen, beziehungsweise besser gesagt, zu ihren beiden scheidenden Trainern. Was geht Bundesliga? Ich finde es vollkommen legitim, dass sich Marco Rose und Adi Hütter während der Saison nach neuen Arbeitsplätzen umgeschaut haben. Allerdings stehen beide nun vor Bergen voller Erwartungen und ich glaube nicht, dass beide die Erwartungen erfüllen können. Ja, es wurde ja viel diskutiert über die Wechsel von Hütter zu Gladbach und Rose zu Dortmund. Ist natürlich eine steile These vom Osman, dass gleich beide den Erwartungen nicht gerecht werden. Aber gerade beim BVB ist natürlich immer ein gewisser Druck da. Das war's mit Was geht Bundesliga zum 34. Spieltag und für diese Saison. Aber es ist nicht so, dass sie in extrem ruhigen Fahrwassern sind und chillen können. Ja, da hat der Kollege Nagelsmann natürlich völlig recht, denn es geht hier weiter mit Was geht EM, unser Format zur Europameisterschaft. Ich habe es schon angekündigt. Wir werden auch da für euch am Start sein. Wann, wie, was, das erfahrt ihr alles in den nächsten Wochen. Natürlich auch auf unserem Instagram-Kanal. Da auf jeden Fall folgen und hier abonnieren, denn hier wird das Ganze natürlich ausgestrahlt werden. Und dann auch gerne weiter unten Feedback in die Kommentare ballern. Wir nehmen das Ganze auf und entwickeln das mit euren Kommentaren weiter. Euch jetzt ein schönes Wochenende und ein spannendes Saisonfinale. Macht's gut, ciao.